Freunde, willkommen zurück hier zum legendären Match des lieben Friesenjungen. Moin! Und meiner einer. Und ja, es steht noch 4-4. Letzte Folge war oh, ganz interessant, möchte ich einfach mal so sagen. Zumindest für mich. Und ich hoffe natürlich, das bleibt so. Ne? Und ja, würde einfach sagen, wir machen direkt weiter, damit es nicht ganz so öde hier aussieht. Ne? Ja, genau. Fangen wir gleich an. Machen wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. So ist es. Bis dann. Viel Spaß. Ja, da sind wir. Super. Mein Kurs hier zur Mehlfabrik funktioniert. Das heißt, ich produziere jetzt Mehl in rauen Mengen, hoffe ich. Er ist fertig, oder was? Er hat keinen Raps mehr. Was? Wie bitte? Na. Was hat der denn für einen Verbrauch? Ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja, ich habe mir in der letzten Folge die Mehlfabrik gekauft. Danke, Markus, für den Tipp. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Die kostet nicht viel und man braucht keine Rohstoffe außer Getreide. Getreide kriegen wir überall immer mal wieder. Das ist schon nicht so schlecht. So. Und jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Saatgut wieder. Das gibt's ja gar nicht. Da kommt er wieder an. Was sagt hier das Feld? Ist erntereif, würde ich sagen. Hauptsache, ich habe hier auch das richtige Schneidwerk für Raps, sonst flippe ich aus. So, hier kann ich jetzt leider keinen Strom mehr machen. Aber ich kann Raps machen. Und dann müssen wir mal berechnen. Ich müsste noch mal berechnen. Das läuft doch. Den fahren wir selber eben. Ahem.
eigentlich, ich hätte hier die modifizierte Condor im Spiel. Habe ich aber scheinbar nicht. Also ich habe auch irgendwo eine Condor, die mehr Saat und weniger Dünger aufnimmt. Aber egal. Dafür gleich richtig los. Zum letzten Wegpunkt. Ah, das war wohl nix. Was ist hier denn los? Muss ich jetzt mal beobachten hier. Da kann ja was nicht stimmen. Eben gucken, ob er es vernünftig macht. Übrigens, im Moment funktioniert mein Timer irgendwie nicht. Mein 30-Minuten-Timer, das heißt, ihr hört dann immer zwischendurch Halbzeit pfeifen sozusagen. Okay. Gut, das funktioniert. Das funktioniert auch. Nur das funktioniert jetzt gerade nicht. Gut, aber kann ich jetzt nichts dran ändern? Wo kriegen wir denn eigentlich was für Mehl? Mehl bei Aldi.
Aha, hier ist Aldi. Das ist schon mal cool. Natürlich genau am anderen Ende der Welt, aber egal. Wo kriegt denn der immer so viel Kohle her? Ist ja unfassbar. Mal von Hand abtanken. Der kann hier mal zurück zum Händler. Hat das bei dir auch so geruckelt? Nee, jetzt gerade mal nicht. Leistungsfähig, wobei der ist ja hier leistungsfähig. Der ist natürlich etwas oversized eigentlich dafür, aber egal. Leute, nicht wundern, gleich klingelt das. Das ist nur Halbzeit. Ja, wir machen weiter. Ich stelle den Timer nochmal. So. Und ich brauche
Bei dem Royonimi. Okay, kaufen. Achso, Entschuldigung, ich war kurz im Shop. Ja, alles gut. Egal, der Rest läuft ja. Hoffe ich. Ich habe bloß keinen Treibstoff mehr. Also ich muss mit dem hier erstmal tanken. Aber da bin ich da oben bei der Mehlfabrik ja eh am richtigen Ort. Weizen hätte ich da noch hinbringen können. Ne? Hier war noch Weizen. Na los, komm, einmal abtanken. Na los, mähst du weiter, oder? Was war los? Noch keine Zeit. Dem hier können wir da auch noch was machen. Dafür ist er doch genau richtig. Um hier ein bisschen Weizen durch die Gegend zu kutschieren, passt das doch. So, also, was brauchen wir für Kurse? Wir brauchen Silohof, Hofmehlfabrik, Hofsilo,
Beladen am Startpunkt. Reizen ist richtig. Geht doch alles. Achso, mehr ist da gar nicht drin. So, jetzt macht er gleich die Klappe zu. Zack. Ja, der wartet noch. Mann. Wie sieht es denn mit Feldern aus? Was macht er eigentlich? Worauf geht er? So, ja, bohren wir jetzt nächstes. Oh, das funktioniert ja mal gut hier mit der Mehlfabrik. Top-Tipp. 20. 76.000. Habe ich irgendwo hier bei mir Sojabohnen schon? Feld 2, super. Und dann noch. Raps will ich jetzt zumachen. 100.000 Liter nur. Ah. Sonnenblumen ist eher bei. So, ja, sind auch 100.000. So. Der fährt wieder zurück. Ja, der hat ja da nichts. Rücke ist noch nicht auf. Okay. Der macht hier noch. Achso, ich wollte gucken wegen Feld. Von 940.000.
Das machen wir jetzt mal nicht. Ich muss hier wieder mähen, sonst nichts. Oh cool. Ach, ich habe da ja schon so einen Anhänger. Wieso habe ich mir noch einen geholt? Naja, egal. Das ist, wenn man nie aufpasst. Was kommt davon? Welt 15 auf Silo. Kriegt das hier gar nicht mehr alles unter. Ist ja doof. Und er hat schon wieder kein Dingens da mehr. Gibt's ja gar nicht. Mann, hat der einen Verbrauch. Ist ja unglaublich. So, und ihm muss ich gleich sagen, dass er da nicht mehr hinfahren soll, sondern dass er zum Hofsilo fahren soll und das dahin bringen. Sonst blockiere ich mir hier das Feld die ganze Zeit. Und das will ich ja nicht. Ich muss da ja auch was ansehen. Wenn ich jetzt wüsste, wie der Ertrag ist vom Raps, ne? Würde ich ja sagen, okay, das reicht schon. Ich pflanze hier noch was anderes an, damit ich noch ein bisschen mehr Mehl machen kann, aber. Aber der Ertrag vom Raps ist man echt schlecht. Der ist mal richtig schlecht. Da müssen wir jeden Liter mitnehmen. Oh, da hat schon gedingt. Gedingdongt hat's. Was? Das geht nicht. Doch. Ja, gut. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Die Folge neigt sich wieder ganz schwer ihrem Ende. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie der Friesenjunge langsam kalte Füße kriegt. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen hier echt aufpassen, ne? Hier hat jeder noch irgendwelche Pfeile im Köcher und das wird auf jeden Fall nicht langweilig werden hier. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja, Entschuldigung. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich bedanke mich auch und bis dann. Ciao.